Hallo Leute, hier ist das versprochene Video mit meiner Meinung zu Pokémon Go. Pokémon Go ist ja so ein bisschen das Phänomen des Jahres bisher und ich glaube nicht, dass irgendwas noch kommen wird, um das zu toppen, zumindest nichts Positives. Aber ich möchte gar nicht lange drum rumreden und ich glaube, ich fange mit dem Negativen an über das Spiel und das Offensichtlichste ist, dass das Spiel nicht fertig ist. Selbst wenn ihr auf die Einstellung geht in dem Spiel, steht unten in der Ecke Version 0.23. irgendwas. Also es ist eindeutig, dass das Spiel nicht fertig ist und dazu muss man nicht mal auf die Versionsnummer gucken, sondern sich einfach nur das Spiel ansehen. Das Kampfsystem ist einfach... Ich weiß nicht, ob das hingerusht wurde, ob gesagt wurde, hier, wir brauchen dafür irgendwas, denn auch wenn es ein Mobile Game ist, das Kampfsystem könnte aus mehr bestehen als Hämmer auf den Bildschirm ein, bis das andere Pokémon umfällt. Denn auch das mit dem Ausweichen funktioniert so selten. Ich habe es versucht, aber manchmal, selbst wenn ich nach links oder rechts wisch, bewegt sich mein Pokémon einfach nicht, sondern greift an. Okay, dann bleibe ich halt bei meinem Aquana und spam weiter die Aquaknarre auf das gegnerische Pokémon. Aber selbst, dass nicht alle Funktionen im Spiel momentan vorhanden sind, ist schon... kein gutes Zeichen, denn seien wir ehrlich, das Tauschen mit anderen Spielern hätte von Anfang an dabei sein müssen. Nicht mal unbedingt das Kämpfen, denn ich muss sagen, ich finde das Arena-System ziemlich cool mit halt den drei verschiedenen Teams und so, aber zumindest das Tauschen mit anderen Spielern hätte von Anfang an möglich sein müssen. Dann kommt dazu, wie absolut furchtbar instabil die App und die Server sind. Bei den Servern kann ich es noch ein Stück weit verzeihen? Niemand. Niemand hat damit gerechnet, dass das Spiel so ein Erfolg wird und einfach Millionen von Spielern zu jedem Zeitpunkt hat. Das konnte niemand vorhersehen. Aber dass die App so instabil ist und einfach permanent am Crashen ist. Oh, du hast den Stromsparmodus benutzt? Ja, darfst du die App neu starten? Du hast das Pokémon gefangen? Ja, leider ist das Spiel gefreezt. Mit Glück hast du es. Wenn du Pech hast, ist es weg. Das ist einfach... nee. Dann jetzt auch dieser Glitch, oder das ist nicht mal ein Glitch mit den drei, mit den Fußabdrücken unten, die nicht aktualisiert werden, was sie einfach deshalb rausgepatcht haben, um die Serverbelastung zu reduzieren, was ich schon sehr fragwürdig fand. Ich meine, Niantic, ich weiß nicht, ob Niantic tatsächlich zu Google gehört, aber Google hat auf jeden Fall in die investiert. Es kann doch nicht so schwer sein, vor allem das Spiel ist jetzt seit wie lange draußen? 2 Wochen? 3 Wochen? Mit Google in Kontakt zu treten und zu sagen, hier Leute, wir bräuchten da mal eure Hilfe. Und glaub mal, dass Google das unterstützen würde. Selbst Amazon hat gesagt, die würden das unterstützen. Klar, wer möchte nicht das profitabelste Mobile Game aller Zeiten unterstützen wollen? Aber gut, dass die Server haben sich jetzt ja halbwegs gefangen die letzten paar Tage, jetzt wo auch viele Leute schon wieder aufgehört haben, das Spiel zu spielen. Zum Teil wegen diesen Serverproblemen, weil das Spiel so instabil läuft. Aber das wird sich mit der Zeit einfach ausbalancieren, selbst jetzt, wo Japan das Spiel bekommen hat. Dann kommt dazu, dass einfach nichts erklärt wird von dem Spiel. Wobei ich sagen muss, dass ich da schon am Schwanken bin, ob es tatsächlich was Negatives oder was Positives ist. Denn ich weiß nicht, wer von euch das Spiel Legend of Grimrock kennt. Das ist so ein Oldschool Dungeon Crawler. Und als damals der zweite Teil davon rauskam und ich mir den direkt zum Release geholt habe, weil ich das erste Spiel schon unglaublich cool fand, hat es unglaublich viel Spaß gemacht, mit der Community zusammen so kompliziertere Rätsel zu lösen, die das Spiel hatte. Nicht, weil es unbedingt nötig war, dass man die Hilfe von der Community holt, aber da zusammenzuarbeiten, um die zu lösen, war schon echt ein cooles Gefühl. Hier ist das was Ähnliches, dass die Fans quasi zusammenkommen müssen, um viele der Sachen herauszufinden. Zum Beispiel, was es mit diesem XL und XS bei dem Größe und Gewicht auf sich hat. Wie viele der feineren Mechaniken funktionieren, wie zum Beispiel wie viele WP bekommt ein Pokémon, wenn es sich entwickelt und sowas. Könnte man meinen, sollte erklärt werden. Ich verstehe jeden, der sagt, das hätte Niantic mit einer ausführlicheren Anleitung erklären sollen. Aber ich bin schon recht froh, dass sie es nicht getan haben, weil das halt die Fans dazu gezwungen hat, mehr zusammenzuarbeiten. Dann kamen da diese Gerüchte von wegen, ja, du kannst entscheiden, zu was Evo sich entwickeln soll, anhand der Spezialattacke, die es hat. Und das hat einfach dieses
alte Spielplatz-Feeling von damals, als die originalen Spiele rauskamen und die ganzen Gerüchte losgingen von wegen, ja, du kannst Mew unterm Truck finden und all diese Geschichten, ja. Keine Ahnung, wo die mal angefangen haben, aber die sich dann über die Spielplätze verbreitet haben und so. Und das hat ein sehr ähnliches Feeling, meiner Meinung nach. Aber ja, dass die App so unglaublich instabil ist, ist ein unverzeihlicher Fehler. Ich habe einen sehr trockenen Hals, merke ich gerade. Aber, seien wir mal ehrlich, auch wenn das Gameplay nicht besonders großartig ist, und was ich damit meine ist, es besteht im Grunde nur aus Lauf von Punkt zu Punkt, tipp das Pokémon auf deinem Screen an, wirf den Pokéball drauf, bis es gefangen ist, oder es wegrennt, wenn du Pech hast. Denn das Spiel hat nicht viel an Gameplay, ist nun mal so. Auch nicht für ein Mobile-Game. Trotz alledem kann man nicht abstreiten, dass das Spiel ein Riesenerfolg ist und einfach das größte Pokémon-Phänomen seit den originalen Spielen. Ich muss dazu sagen, damals, als es mit Pokémon losging, war ich sehr, sehr jung. Ich meine, ich bin 95er-Jahrgang. Deswegen habe ich nicht so die krassen Erinnerungen daran, wie das überall war und wie Leute sich darüber aufgeregt haben, wie es halt mega der Hype war. Es kam halt erst später, als ich dann älter wurde und sowas wie ein Gedächtnis entwickelt habe. Ihr versteht schon, was ich meine. Deswegen kann ich vieles natürlich nicht richtig nachvollziehen, wenn die Leute sagen, ja, das ist größer als damals, als die ersten Spiele rauskamen, bla. Aber es ist halt trotzdem echt krass, was für ein soziales Phänomen das einfach geworden ist. Es gibt ja dieses wunderbare Meme von wegen Nintendo und Mobile Games, wo dann irgendwas steht von wegen 2008, what is an iPhone, 2010, what is an Android, 2012, nope, 2014, still nothing und 2016, changing how society works, denn es stimmt einfach, was Nintendo für eine Riesenaktion damit aufgezogen hat, Leute, die zusammenkommen, die sonst nie miteinander was zu tun gehabt hätten, das habe ich ja selber gemerkt. Als ich losgegangen bin, das eine Mal hier bei uns durch die Innenstadt, weil hier, wo ich wohne, gibt es 3 Pokéstops und eine Arena, bin ich in die Innenstadt gefahren, um da halt Pokémon Go zu spielen, die Pokéstops abzugrasen und so, weil mir die Pokébälle ausgingen. Es ist unglaublich, wie einfach es ist, mit Leuten Konversationen anzufangen. Ich habe da 3 Typen in der Stadt getroffen, die das auch gespielt haben. Wir sind dann runter an den Hafen gegangen, haben da ein Lokmodul gesetzt und saßen da dann einfach und haben uns über alles Mögliche unterhalten. Da kamen immer mehr Leute dazu. Nachher saßen wir da mit 8 Leuten und haben einfach gechillt und uns unterhalten. Es ist krass, wie einfach das ist, sobald die Leute einfach was haben, wo sie sehen, hey, das haben wir gemeinsam, wie leicht es dann ist, eine Konversation anzufangen. Und das Spiel hat mich nicht nur mit Fremden wieder zusammengebracht. Meine Geschwister, ich habe einen älteren Bruder und eine ältere Schwester, die haben damals die ersten beiden Pokémon-Generationen miterlebt und danach hatten sie halt keine Lust mehr auf das Spiel, haben sich davon, keine Ahnung, sie wurden älter, ich nicht. aber ich habe jetzt mit denen, ich war mit denen los, keine Ahnung, mit meinem Bruder noch öfter als mit meiner Schwester und meinem Bruder zusammen. Wir waren einfach los und haben dieses Spiel gespielt. Wir sind hier bei uns durch die Gegend spaziert, haben Pokémon gesucht, haben die Eier ausgebrütet, sind zusammen durch die Stadt gegangen. Und es ist einfach ein unglaublich gutes Gefühl, auch für mich selber, so was mit meinen Geschwistern wieder unternehmen zu können. Denn man muss dazu sagen, die sind jeweils 5 und 8 Jahre älter als ich. Das ist klar, dass man sich irgendwann distanziert. Aber das war so das erste Mal, dass ich wirklich wieder was mit denen unternommen habe, seit zu der Zeit, wo wir Tekken auf der PlayStation gespielt haben. Und dann kommt natürlich dieses überhaupt sich freiwillig bewegen dazu. Ich bin kein Mensch, der sich gerne bewegt. Bin ich ganz ehrlich. Ich bin so ein recht klischeehafter Gamer. Das Einzige, was fehlt, ist, dass ich nicht dick bin. Aber ich habe einfach, den einen Tag bin ich fast 15 Kilometer rumgelaufen und habe Pokémon gespielt. Einfach, weil ich es konnte. Das war für mich eine ziemlich, ja, große Erfahrung, whatever. Aber einfach, dass das Spiel mich so dazu motivieren kann und nicht nur mich. Hunderte, tausende von Leuten, die schreiben, ja, ich bin mega übergewichtig, ich habe mich seit Jahren nicht bewegt, aber dank Pokémon komme ich jetzt endlich raus. Und dann können die Hater noch so viel sagen, das ist aber hammer traurig, dass du dich nur deswegen bewegst. Haltet die Fresse. Die Leute kommen endlich raus. Die Leute haben Spaß daran, sich zu bewegen. Und wenn es durch eine App ist, warum nicht? Dann kommt dazu, dass diese App durch die Pokéstops mir Orte gezeigt hat, in meiner Heimatstadt,
die ich nie vorher wahrgenommen habe oder die ich nie wirklich besucht habe. Ich wusste nicht, dass wir in der Nähe von der Schule quasi einen kleinen Park haben. Das wusste ich einfach nicht, bis ich gesehen habe, dass da drei Pokestops waren, in die jemand Lokmodule reingehauen hat. Da bin ich dahin und habe mich einfach mit einem Haufen Leuten unterhalten, die ich noch nie vorher gesehen habe. Ich habe Wahrzeichen, in Anführungsstrichen, nicht jedes nicht jeder Pokestop ist ein Wahrzeichen, aber ihr wisst sicher, was ich meine. So von Statuen und so in unserer Innenstadt. Ich bin hunderte von Malen, tausende von Malen daran vorbeigegangen und habe die nie registriert, bis ich gesehen habe, hey, da vorne ist so eine, also soll angeblich so eine echt schicke Wandverzierung sein. Und dann habe ich das gesehen und dachte mir, das sieht wirklich schick aus, was ich nie vorher beachtet habe. Aber um mal von mir wegzukommen, selbst Geschäfte, Läden, Cafés, Bars, die einfach Pokestops sind oder sich in der Nähe von Pokestops und Arenen befinden, die einfach so viel Umsatz jetzt machen durch das Spiel, weil die einfach sagen, ja hier, passt auf, wenn ihr zu dem und dem Team gehört, bekommt ihr bei mir Rabatt. Oder wenn ihr zu dem Team gehört, das diese Arena momentan hält, dann bekommt ihr hier ein Stück Pizza umsonst. Und es gibt einfach Läden, die das genutzt haben und ihren Umsatz verdoppelt oder verdreifacht haben. Es gibt keine Verlierer bei diesem Spiel, bei diesem Phänomen. Außer den Leuten, die sich auf Facebook darüber beschweren und dummen Menschen, die über die Straße laufen, ohne zu gucken. Aber hey, das liegt nicht an der App, das sind einfach doofe Menschen. Und dann Tierheime. Tierheime, die angefangen haben, Hunde zu vermieten. Damit es den Leuten nicht peinlich sein muss, wenn sie draußen rumlaufen, Pokémon zu spielen, weil sie haben ja einen Hund, den sie an der Leine führen. Und es gibt einfach hunderte von solchen Geschichten. Von Kinderhäusern? Kinderkrankenhäusern, wo die Leute hinfahren und an die Pokestops, die nah dran sind, Lokmodule hauen. Einfach damit die Kinder, die halt nicht raus und sich bewegen können, trotzdem die Möglichkeit haben, möglichst viele Pokémon zu fangen. Ja, auch da gibt es natürlich Nachteile, wie einige Krankenhäuser gesagt haben. Die finden es zwar echt toll, dass die Leute daran denken, aber es lenkt die Kinder und Angestellte zu sehr ab. Wo ich mir dann auch denke, okay, das muss den Leuten dann halt gesagt werden. Auch Büchereien, die einfach sagen, hey, Leute, ich kann, wenn euch die Füße wehtun, hier, unsere Bibliothek ist eine Arena oder ein Pokestop, kommt doch rein, ruht euch aus, stöbert ein bisschen. Es ist einfach unglaublich, wie sehr sich das durch unsere Kultur gefressen hat die letzten paar Wochen. GameStop hat die GameStops, die Arenen oder Pokestops sind, haben bis zu 300% mehr Pokémon-Merchandise verkauft. Selbst die Pokémon-Marke an sich, ich meine, ich möchte gar nicht davon anfangen, dass Nintendos Aktien, ich weiß nicht, ob sie inzwischen noch weiter gestiegen sind, aber insgesamt um 92% gestiegen sind, dank dem Spiel. Aber Pokémon, ich glaube, das war Game UK, die haben Daten bekannt gegeben, dass insgesamt die Verkaufszahlen von Pokémon-Spielen um 146% gestiegen sind im Durchschnitt. Das geringste war Super Mystery Dungeon mit 46% oder so und Pokémon X mit fast 250%. Ich meine, sagt was ihr wollt, auch wenn ihr vielleicht kein Fan von dem Spiel seid. Es gibt keine Verlierer. Ist das Spiel perfekt? Nein, bei Weitem nicht. Müssen sie mehr daran arbeiten? Ja. Und zwar schnell, denn sie verlieren jetzt schon User und es werden einfach immer mehr User sein, die von dem Spiel abspringen, wenn sie nicht bald mehr Sachen rausbringen, mehr Funktionen, tauschen, kämpfen, die zweite Pokémon-Generation. Denn auch wenn sie mit der ersten, was es war unglaublich schlau eigentlich, bisher nur die erste zu nehmen, da sie damit so auf die Nostalgie der älteren Spieler aufbauen können, aber das Problem ist, dass sie langsam das Interesse der Leute verlieren. Ich habe 80, 82 Pokémon oder so bis jetzt gefangen. Und ja, ich werde die App noch weiter mitnehmen, wenn ich draußen bin und so, aber ich werde nicht mehr nur wegen der App draußen rumlaufen, denn momentan gibt es für mich nicht viel zu holen. Ich habe so ziemlich jedes Pokémon, das ich hier in der Nachbarschaft fangen kann. Und deswegen gibt es für mich einfach momentan nichts Interessantes mehr. Ich werde es mitnehmen, wenn ich in die Stadt fahre, auch wenn ich mit den Hunden gehe jeden Tag und so, klar. Aber abgesehen davon hat die App jetzt für mich langsam so ein bisschen ihren Reiz verloren. Ich werde immer noch weiter die Memes retweeten, weil Pokémon Go Memes sind wunderbar. Aber wie gesagt, langsam verliert die App an Fahrt. Der Hype nimmt langsam ab. Sehr langsam, muss man zugeben. Das Spiel ist immer noch unglaublich gehypt. Ja, das Spiel wird langsam an Hype verlieren. Und ich möchte nicht, dass das Spiel ganz ausstirbt. Wird es vermutlich auch nicht, denn es ist Pokémon. Aber ja, tauschen und so weiter sollten sie recht bald hinzufügen.
Und um meine Meinung so abschließend zusammenzufassen, Pokémon Go ist ein schlechtes Spiel, wenn man es einfach objektiv als Spiel betrachten will. Aber als soziales Phänomen ist es unglaublich krass. Es ist, wie James Sterling so schön gesagt hat, das beste schlechte Spiel aller Zeiten. Und das war's dann. Das war meine Meinung zu Pokémon Go. Mich würde es sehr freuen, wenn ihr mir in den Kommentaren sagen würdet, was ihr von dem Spiel haltet. Denn ich weiß, es gibt Leute, die mögen es nicht, es gibt Leute, die mögen es, es gibt Leute, die sind es eher meh, whatever. Von daher lasst mir bitte eure Meinung in den Kommentaren da. Und dann würde ich sagen, abonnieren, kommentieren, gut bewerten, wenn es euch gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach unten da und sagt mir warum. Und dann seid ihr hoffentlich beim nächsten Mal wieder dabei. Deutsche Sprache und so. Tschüss. Und fuck Team Valor.